Hallo zusammen, heute ist der 28.11. und es wird langsam mal wieder Zeit für News. Ich habe ja eine kleine Pause sozusagen eingelegt zwischen den beiden. Primär wegen dem Einjahresjubiläum, wo ich ja doch recht lange, also an die 50 Minuten, aus dem Nähkästchen geplaudert hatte. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt in der Woche drauf gleich wieder neue News machen. Aber jetzt wird es echt Zeit. Also in den letzten News hatten wir noch Schicksalsklinge laufen und ich hatte mir überlegt, ob ich sofort mit Sternenschweif anfange oder nicht. Also erste News, wir haben Sternenschweif angefangen. Auch wenn das die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, denke ich einfach mal. Wir haben ebenfalls angefangen mit Faster Than Light, was wir auch schon abgeschlossen haben. Wir haben angefangen mit Don't Starve, was noch läuft und was auch sehr gut ankommt soweit. Und ja, es sind recht viele Sachen passiert. Auch noch X3, was ich angefangen habe, was jetzt ja momentan nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil ich halt recht viel Off-Camera machen muss und anderweitig beschäftigt bin, also mit anderen Projekten. Aber ja, ich kann sehr viel produzieren. Ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen jeweils von Mittwoch auf Donnerstag in Anführungszeichen frei gehabt und konnte dementsprechend richtig viel aufnehmen. Das hat man ja in der Upload-Rate wahrscheinlich auch gemerkt. Also ich habe dann teilweise an einem Tag 16 Folgen aufgenommen. Das ist schon ein ganz schöner Brocken und bedarf auch 3 verschiedene Getränke, die auf dem Schreibtisch stehen, die ich dann trinke, je nachdem, wie es meinem Hals gerade geht und lauter so einen anderen Tricks, um über die Runden zu kommen. Ja, aber es kam sehr gut an. Also die Zahlen sehen echt super aus und auch die Kommentare waren richtig motivierend für mich. Also versuche ich das auch weiterhin so zu halten. Es ist abzusehen, dass es jetzt in den nächsten Wochen immer wieder mal so passieren wird, dass ich 1,5 Tage frei bekomme, wo ich dann aufnehmen kann. Und so habe ich mir auch halt erlaubt, mit Don't Starve anzufangen und Faster Than Light, obwohl ich ja eigentlich schon genug Projekte am Laufen hatte, einfach weil ich es mir in Anführungszeichen leisten konnte. Ja, mal gucken, vielleicht kommt da zwischendurch nochmal irgendwas Kleines, aber dann wirklich was Kleines, was ich auch gleich wieder abschließen kann. Das war halt das Tolle an Faster Than Light. Das waren jetzt 11 Folgen und wir sind quasi durch. Die Idee ist natürlich auch, dass wir zwischendurch nochmal neuen Spielstand anfangen, also neues Leben, aber auf normal. Und das wird dann auch nur ein paar Folgen dauern. Und dann ist es wieder vorbei. Also es ist ein schönes Projekt, das man immer wieder anfangen kann, immer wieder abschließen. Das ist nicht so dramatisch, wenn ich da jetzt sage, es kommen jetzt erstmal 2 Monate keine Folgen mehr. Bei anderen Projekten wäre das ein K.O.-Kriterium. Wenn ich jetzt sagen würde, ach nö, ich habe keine Lust mehr auf DSA, das dauert jetzt 2 Monate, bis was kommt, das wäre ja nicht so toll. Aber wie gesagt, bei den kleinen Projekten geht das ganz gut. Diese Permadeath-Projekte nenne ich sie mal. Da haben wir bisher Don't Starve, Faster Than Light. Aber ich habe noch ein paar andere Titel so im Kopf, die man auch mal ganz kurz antesten könnte und die auch nicht jeder kennt. Also so eine Sachen wie Addom zum Beispiel oder Stone Soup. Das wird den wenigsten was sagen, denke ich mal. Aber sehr interessante Sachen, sehr schnell abgehakt und passt ganz gut in mein Repertoire rein, weil es halt auch entweder Indie-Games sind oder Spiele, die programmiert wurden, bevor es den Begriff Indie-Games überhaupt gab und seitdem weiter programmiert wurden. Also ja, das sind die einen News, jede Menge Projekte, abgeschlossene Projekte, neue Projekte und geplante Projekte. Noch eine Kleinigkeit. Ich werde ab sofort nicht mehr auf alle Kommentare unter meinen Videos reagieren. Das klingt jetzt, also soll jetzt nicht so klingen wie, oh, ich habe keine Zeit mehr dafür, ich bin jetzt schon so groß und so weiter. Es geht eigentlich nur um eine bestimmte Art von Kommentaren, nämlich auf die, die einfach nur sinnlos sind, aber trotzdem eine Reaktion von mir provozieren oder Kommentare, die von vornherein darauf abzielen, mich zu provozieren oder einfach nur bla sind. Dazu werde ich einfach nichts mehr schreiben. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich hatte immer das Bedürfnis, wenn ich angesprochen werde, dass ich auch dann reagiere. Egal wie sinnlos der Post war. Und das werde ich jetzt einfach unterlassen. Alle anderen werde ich natürlich noch so gut es geht immer weiter antworten, also vor allem, wenn ich direkt angesprochen und gefragt werde. Ein Haken dabei ist jedoch, dass ich auf YouTube das nicht immer sehe. Also die meisten werden wohl inzwischen schon wissen, dass der Podcast in YouTube absoluter Mist ist. Da kommen nur 50% der Posts überhaupt an und selbst wenn, dann erst 2 Tage später teilweise. Dem kann man echt nicht vertrauen. Das Dashboard ist inzwischen ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Also es geht recht viel verloren. Ich überprüfe regelmäßig die einzelnen Videos, die gerade aktuell sind, einfach um zu gucken, ob neue Kommentare dazugekommen sind, aber es kann trotzdem was verloren gehen. Also ich kann nicht immer auf alles antworten, aber ich versuche es dennoch.
außer halt bei denen, die mich einfach aufregen. Und wenn ich dann davor sitze und 10 Minuten überlege, wie ich das formulieren kann, ohne wie ein absolutes Arschloch dazustehen, weil ich irgendjemanden total anpampe, nur wegen einem kleinen Kommentar, ist auch verschwendete Zeit. Und wie gesagt, Nerven. Beides habe ich momentan nicht besonders viel. Also Zeit werde ich wohl die nächsten Jahre nicht mehr überhaben und Nerven ist halt immer schwankend bei mir, weil ich nehme sowas halt so sehr zu Herzen. Aber das wird der ein oder andere ja auch schon mitbekommen haben. Das versuche ich aber auch einzustellen, weil je größer der Kanal wird, desto mehr von solchen anstrengenden Sachen werden kommen. Und ich muss dann halt nach und nach mich von den unangenehmen Elementen etwas distanzieren. Alle anderen, wie gesagt, haben nichts zu fürchten. Ihr seid mir echt ans Herz gewachsen mit der Zeit. Es gibt ja die Stammkunden quasi, die zu fast jedem Video was kommentieren und auch sinnvoll kommentieren. Und das finde ich einfach nur genial. Weil ich dann wirklich auch direkt sehe, dass die Leute mitfiebern. Also ja, ihr habt nichts zu fürchten, nur die, die mich aufregen. Und das werden die wohl mit der Zeit auch mitbekommen und hoffentlich dann auch einstellen. Denn ich will es nicht haben, dass wenn der Kanal nachher immer größer wird, dass dann kleine Zwistigkeiten anfangen und gegenseitig sich Leute anflaumen und so weiter. Das muss echt nicht sein. Ich will hier einen schön zivilisierten Kanal haben, wo man sich adäquat austauschen kann, wo wenn Unstimmigkeiten da sind, man das einigermaßen gesittet besprechen kann und nicht mit Halsmaul und Alter Dicker und so. Das muss nicht sein. Ja, und diese Einstellung nehme ich mir einfach mal raus. Dass ich jetzt sage, dass ich sowas hier nicht unbedingt mag. Und dann muss ich mal gucken, wie die Konsequenzen davon sein werden, aber die werde ich dann einfach tragen müssen. Das gehört halt mit dazu. So, das war jetzt ganz schön ernst. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dass es so ernst klingt. Es ist ja keine wirklich große Sache. Ich wollte einfach euch nur klar machen, warum ich manchen Leuten nicht antworte, dass ihr denn halt nichts Falsches von mir denkt oder ihr euch wundert, warum ich manchen Leuten einfach nicht mehr antworte. Das hätte ich jetzt auch klargestellt. Und dazu jetzt gleich im Anschluss habe ich dann noch positive Nachrichten, die nicht ganz so ernst klingen. Und zwar ein vielen, vielen Dank von mir an euch. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel geschenkt bekommen. Also für meine Verhältnisse sehr, sehr viel. In dem einen Jahr hatte ich bisher 2 Sachen geschenkt bekommen. Einmal Kopfhörer, für die ich irre dankbar bin, die benutze ich immer noch, und ein Buch. Das war eine riesige Sache für mich. Also als das erste Mal Amazon-Bote vor der Tür stand und sagt, hier ist was für Sie, und ich habe gesagt, ich habe gar nichts bestellt, und da dann was für mich drin war, das war echt irre geil. Also es war ein richtig, richtig schönes Gefühl, was zurückzubekommen und zu sehen, dass es Leute so sehr gefällt, dass sie auch sich die Zeit nehmen, was rauszusuchen, überhaupt zu gucken, was ich gerne hätte, Geld zu investieren, was die meisten von uns einfach nicht überhaben, und das dann zu jemandem zu schicken, der ihnen gefällt. Das gibt Power, auf jeden Fall. Ja, also die 2 Sachen waren auf jeden Fall sehr schön, die Kopfhörer und das Buch. Aber jetzt in den letzten 4 Wochen kam noch ein bisschen was dazu. Also einmal noch 2 Bücher, einmal Sun Tzu, Kunst des Krieges und ein Warhammer 40k Buch. Warhammer 40k lese ich ja so gut wie alles von, also ich habe so gut wie alles davon inzwischen und auch schon durchgelesen. Aber ja, davon noch ein Buch und jede Menge Spiele auf Steam. Und das kam auch gleich sehr gut an. Also zum Beispiel Don't Starve war ein Geschenk. Habe ich dann sofort ein Let's Play zugemacht und ist momentan der Renner an meinen Projekten. Faster Than Light genauso, habe ich auch geschenkt bekommen. Kleines Let's Play zugemacht, kommt auch super gut an. Und dann noch jede Menge andere Spiele, die ich halt spiele in meiner Freizeit, weil sie teilweise einfach nicht in den Kanal reinpassen, aus diversen Gründen oder weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Aber es ist trotzdem irre schön zu sehen, dass ihr euch die Mühe macht und da halt Zeit und Geld investiert, um mir was Gutes zu tun. Und das ist für mich natürlich auch schön, weil ich denn die ganzen Sachen direkt habe und nicht mit meinem Haushaltsgeld knausern muss oder mit meiner Frau verhandeln, dass sie mir mal wieder irgendein Spiel kaufen kann. Jetzt habe ich momentan mehr Spiele, als ich spielen kann, weil halt Zeit der Faktor ist. Aber ja, dafür möchte ich mich also nochmal sehr bedanken. Das tut einfach nur gut. Aber ja, ich wiederhole mich jetzt nur. Damit müssten die News eigentlich abgeschlossen sein. Also ich habe erzählt über die ganzen Projekte, die wir inzwischen angefangen und abgeschlossen haben, über die Sache mit den Kommentaren, dass ich mich da ein wenig zurückhalten werde bei gewissen Leuten und die Dankeshymne an die lieben Zuschauer und Spender. Jo, soweit bin ich momentan richtig, richtig, richtig zufrieden mit dem Kanal. Also abgesehen von den ab und an nervigen Kommentaren. Aber
Von den Zahlen her läuft es super. Auf Twitter gibt es jede Menge Tweets zurück. Auch wenn ich mich mit dem Programm immer noch nicht so wirklich anfreunden kann, weil die Zeichen. Wie heißt das? Die Zeichenbegrenzung so gering ist. Aber ja, da bekomme ich auch jede Menge Feedback. Die Projekte haben sehr gute Zahlen. Die Abo-Zahlen schießen in die Höhe wie sonst was. Wir müssten jetzt schon an die 1500er-Grenze kommen. Ich guck mal ganz kurz. Jo, 1457 sind wir jetzt. Und wir hatten gerade mal vor 3 Monaten die 1000er-Grenze. Also ja, das läuft echt rasant. Und noch eine Sache, die mir sehr viel Power gibt. Das ist einfach nur schön zu sehen, dass die Zeit und die Geduld und die Nerven, die man investiert in dieses Hobby, so sehr sich auszahlen. Und ich habe hier immer noch meinen Traum, dass ich das dann irgendwann mittelfristig als Ersatz zu meinem kleinen Job da nehmen kann. Dass ich dann noch mehr Zeit investieren kann. Und langfristig dann als Vollzeitjob. Aber ja, das ist alles noch in ferner Zukunft. Ich versuche mir treu zu bleiben. Also ich lehne weiterhin die Netzwerkanfragen alle ab. Ich will gucken, wie weit ich damit komme. Und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Aber ja, genug geschwafelt. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut, wie ich so schön immer wieder sage. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Also bye bye.